Der Herr Steinle bezeichnet sich selbst als Neugierforscher und Trendexperte. Und er unterstützt im Alltag eben Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihre Zukunftsfitness zu erhöhen. Dabei taucht er hautnah in die Zukunft ein, in sogenannten Trendexpeditionen, die er in nationalen, aber auch in internationalen Gewässern durchführt. Aufgrund dessen gilt er als renommierter und gefragter Impulsgeber für die praktische Umsetzung von Trends in den Unternehmen. Begrüßen Sie nun mit mir Herrn Steinle. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Vielen Dank für Ihre Neugier. Toll, dass Sie da sind. Es gibt tatsächlich so etwas wie Neugierforschung. Man glaubt es ja kaum. Aber ich habe vor einigen Jahren eine Studie zum Thema Neugiermanagement geschrieben mit einem befreundeten Kognitionswissenschaftler. Und parallel dazu hat die Firma Merck, ein Darmstädter Technologie- und Wissenschaftskonzern, auch eine Studie zur Work-Related Curiosity gemacht. Untersucht, wie neugierig so die Menschen am Arbeitsplatz sind. Und das deprimierende Ergebnis war, nur 20% bezeichnen sich als neugierig, was natürlich wirklich tragisch ist. Und Merck hatte daraufhin ein International Curiosity Council ins Leben gerufen, einen internationalen Neugierrat. Und mein Forscherkollege und ich, wir durften dem seitdem angehören und haben viele verschiedene Methoden entwickelt, um die Neugier eben zu befördern bei Menschen in Unternehmen. Ein anderes Thema sprechen wir vielleicht mal zu einem anderen Kongress, auch sehr spannend. Heute wollen wir vor allen Dingen über Digitalisierung sprechen. Und am Ende soll natürlich etwas zum Nutzen des Kunden da sein, am Ende soll eine Innovation da sein. Das ist vor allen Dingen auch das, was uns in unserer Arbeit antreibt, also nicht nur theoretisch drüber sprechen, sondern eine innovative Dienstleistung oder ein innovatives Produkt. Und so sind wir auch ganz praktisch unterwegs in unserer Innovationscompany Zukunftsinstitut Workshop. Wir arbeiten sehr branchenübergreifend. Hier beispielsweise ging es mal um ein Projekt, da ging es um die Zukunft des Badens. Und idealerweise legt man sich in eine Badewanne hinein. Das ist immer so unser bester Tipp auch an unsere Kunden, Kundinnen. Put yourself in your customer shoes. Begib dich in die Schuhe deines Kunden, um die Erfahrungen eben auch zu machen, die sie haben. Und dann wird man feststellen, ja, wir sitzen doch die meiste Zeit des Tages als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen. Und dann haben wir am Ende des Tages Rückenschmerzen, nehmen ganz gerne ein Bad. Aber diese verdammten Badewannen sind gar nicht so dafür gemacht, die Wirbelsäule zu entlasten. Und so entstand dann als Folge dieses Projektes eben eine Liegewanne, die so eine maximale Entlastung der Wirbelsäule gibt. Und ich denke, mit Digitalisierung ist es nicht anders. Also auch da sollten wir uns einfach hineinbegeben und auch ganz viel Erfahrung machen, die auch unsere Kunden und Kundinnen machen, um zu spüren, wie es ihnen damit geht, aber wie es auch uns damit geht, um dann die sogenannte Customer Experience, die Kundenerfahrung, eben auch besser zu machen. Um zu verstehen, was da draußen vorgeht, wir sind ja neugierig, als Neugierforscher unterwegs, begeben wir uns selbst auch sehr, sehr gerne in die Praxis hinein. Und auch das ist immer so ein guter Tipp, den wir unseren Kunden und Kundinnen geben. Die besten Ideen entstehen nicht im Büro, also verlasst die Büros. Ihr habt jetzt schon mal alles richtig gemacht, ihr habt auch die Büros verlassen, sehr gut. Taucht ein in andere Kontexte, vernetzt euch mit anderen Menschen. Und wir sind da tatsächlich viel auf Trendexpeditionen unterwegs, also wo wir mit den Pionieren des Wandels uns treffen, auseinandersetzen, oftmals im Auftrag von Managementteams, die eben in ein Thema eintauchen wollen. Und man kann ja 10 Bücher über künstliche Intelligenz lesen, aber wenn man mit einem Menschen spricht, der es einfach macht, dann spart man sich einfach diese vielen Stunden Bücher lesen, weil man es sehr komprimiert bekommt. Hier zuletzt waren wir in Berlin unterwegs bei dem Unternehmen AidMe, also AI in der Vorsilbe und dann so ein Kunstwort auch aus Eat Me, Iss Mich. Ein Kochroboter, den man hier entwickelt hat. Dieser Kochroboter entwickelt innerhalb von 2 Minuten ein Gericht, kann verschiedenste Pasta- und Reisgerichte mit seinen Roboterarmen zusammenkochen und dann entstehen tatsächlich auch so ganz leckere Gerichte, wie hier die Queen Wedge Bowl. Das Überraschende ist, es schmeckt sogar und ist natürlich gedacht so für die Zeit, gerade in Unternehmen, man weiß ja nicht, kommen morgen 50 oder 500 Leute
in die Unternehmen durch Homeoffice, flexibles Arbeiten. Und da kann natürlich so ein Roboter viel flexibler drauf reagieren. Das Unternehmen wurde mittlerweile von einem anderen Startup gekauft, Circus Kitchens, ein Essenslieferdienst, weil das läuft noch besser als sozusagen die Kantinenbekochung. Von daher hat dieses Startup gekauft und ja, nutzen eben diese Kochroboter, um jetzt schnell und frisch Essen zuzubereiten, das man den Menschen nach Hause liefert. Und auch Circus Kitchens setzt künstliche Intelligenz ein. Die Kunden, Kundinnen können ihre Lieblingsingredienzen, was sie gerne zu sich nehmen wollen, einfach hinschicken. Und die künstliche Intelligenz macht daraus ein Rezept, ein Gericht, was dann schmeckt. Später soll dann der Kochroboter es auch noch zusammenmixen. Also eine sehr automatisierte Form der Essenszubereitung. Die Zukunft der Küche ist eine App. Das ist so die Theorie dahinter. Ja, ich glaube, für viele ist es so. In den USA werden schon Wohnungen ohne Küchen verkauft, weil man festgestellt hat, in die Mikrowelle stellen die Leute ihre Sneaker rein. Also die brauchen jetzt einfach den Platz für andere Dinge. Und dieses Segment der Essenslieferung ist nach wie vor ja weiter am Wachsen. Wir wollen das mal so als kleine Bestandsaufnahme auch so Ihrer Haltung zu solchen Themen und Entwicklungen sehen. Und es ist immer auch ganz gut, als Referenz sein Publikum ein bisschen kennenzulernen. Von daher würde ich Sie jetzt mal bitten, also wer da sofort so eine emotionale Affinität und Liebe empfindet, der steht doch bitte mal auf bei so einem Kochroboter und der Rest bleibt sitzen. Ja, wir sehen, das ist doch so ziemlich gemischt. Ein Drittel große Zuneigung, zwei Drittel eher weniger Zuneigung. Dankeschön, ganz interessant. So, einige kochen wahrscheinlich nicht so gerne. Aber vor dem Hintergrund, dass uns so viele Menschen in der Gastronomie fehlen, dass wir einen so akuten Fachkräftemangel in diesem Dienstleistungsbereich haben, ist es natürlich auch eine wahrscheinlich notwendige technologische Antwort. Zuletzt in Norddeutschland hat dieses wunderschöne Gut Tansen ein Schild aufgestellt an der Straße, um Fachkräfte für sich zu rekrutieren. Auf diesem Schild standen diese Summen, 11.000 Euro, bekommen die Leute gestaffelt in Form einer Antrittsprämie und dann noch einer Bleibeprämie, wie man das eigentlich nur so bei Fußballstars kennt. Aber das sind so die notwendigen Mittel, die man heute machen muss, um Leute in dieser Branche für sich zu gewinnen. Was natürlich auch ein krasser Preisdruck für alle in der Gastronomie darstellt, sodass wir ja auch mit anderen Lösungen hier operieren müssen anscheinend. Aktuelle Zahl, über 300.000 Menschen scheinen in der Gastronomie zu fehlen, werden gesucht. Die Nachfrage wäre da. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass viele Restaurants an mehreren Tagen in der Woche einfach geschlossen haben oder an bestimmten Zeiten nicht offen sind oder wir als Gäste vielleicht selbst kochen müssen oder was auch immer. Andere fand ich auch interessant. 25-Hours-Hotel-Gruppe hat 4-Tage-Woche eingeführt. Andere locken mit kostenlosen Tattoos und Piercings, wenn die Leute kommen. Also da ist der kreative Wettbewerb voll entbrannt. Und auch das fand ich interessant. Eine Ansprache eines Hoteliers im Allgäu zu seinen Gästen. Seien Sie bitte nett zu unseren Mitarbeitern. Die finde ich nicht so leicht wie neue Gäste. Da hat sich der Markt doch gedreht. Von daher, große Herausforderung. Technologie wird ein Teil der Lösung sein, aber natürlich nicht nur. Ich hatte es gesagt, es ist immer interessant, als Referent sein Publikum ein bisschen kennenzulernen. Von daher möchte ich Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. So eine kleine Interaktion, wer bist du? Aufstehen, sitzen bleiben, je nachdem, ob man eher A oder B ist. Also ganz einfach. Und wir waren ja schon so gedanklich in der Gastronomie, im Urlaub, im Allgäu. Von daher die erste Frage dazu. Eher Berge oder eher Meer, so von der Präferenz? Berge aufstehen, Meer sitzen bleiben? Beides, na, so halb dann. Ja, schwierig, aber na doch. Ich würde sagen, gut ausgewogen. Fahrrad oder Auto? Fahrrad aufstehen, die Sportlichen? Ja. Jetzt kommt natürlich auch soziale Erwünschtheit zum Tragen. Voll okay, wenn Sie sitzen bleiben. Gut, danke schön. Homeoffice oder Office? Wie sieht es denn damit aus? Homeoffice aufstehen? Die sitzen eh zu viel, die Menschen im Office.
Und da ist Aufstehen gut. Oh, doch, also viele bekennende Office-Anhänger, Anhängerinnen hier. Interessant. Gut, Anleihe oder Bitcoin? Anleihe aufstehen, Bitcoin sitzen bleiben. Ja, man sieht so ein paar Mutige. Vielleicht die, die früh eingestiegen sind. Jetzt ist er ja gerade wieder bei über 30.000 Euro. Also wenn man ganz früher ein paar investiert hätte, hätte es sich schon gelohnt. Gut, danke schön. Dürft wieder euch setzen. Und diese Frage hier, aufstehen oder sitzen bleiben, muss man ein bisschen drüber nachdenken, ich weiß. Passwörter. Also das beliebteste Passwort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann aufstehen, ja. Gilt auch, wenn es rückwärts ist, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt kommen so ein paar hoch. Die anderen trauen sich nicht. Vielen Dank. Wir haben heute Gott sei Dank ja noch so einen Beitrag über Cybersicherheit. Da weiß man, dass man vielleicht neu drüber nachdenken muss. Am Ende dieses Tages mit Sicherheit. Die Gefahren werden da ja durchaus größer. Und es ist wahrscheinlich nicht so leicht zu überwinden. Ziemlich leicht zu überwinden, dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passwort. Ja, damit leite ich über zum Fokus von heute. Thema Digitalisierung und Cybersicherheit spielt eine immer größere Rolle. Es gibt ja nur noch zwei Arten von Firmen, die schon angegriffen wurden und die noch angegriffen werden. Aber es wird einfach jeden treffen, jedes Unternehmen. Das muss man sich bewusst sein. Von daher so wichtig, heute hier auch einen wertvollen Input, einen extra Beitrag zu haben, weil das berührt uns einfach alle. Und wir sehen natürlich, dass dieser Megatrend Sicherheit, und deswegen taucht er auch auf in unserem Relevant Set der Megatrends, das sind die 12, die Grundlage unserer Arbeit bilden, weil das Thema Sicherheit so ein großes geworden ist, nicht nur die vielen Konflikte und Krisen, die wir natürlich in einer global und medial vernetzten Welt haben, die auch immer mehr und schneller auf uns kommen, da eben auch als Teil davon der Aspekt der Cybersicherheit, der automatisch mit einer vernetzteren Welt, mit einer digitaleren Welt eine immer größere Bedeutung zukommt. Und ich denke mal, dass dieses Thema der Cybersicherheit trifft ganz gut auf diese Charakteristik von Megatrends zu, die wir als Lawinen in Zeitlupe beschreiben. Und vielleicht sehen Sie es, dass diese Lawine ganz oben im Bild sich tatsächlich so ganz langsam bewegt, runterkommt. Und wenn man unten im Tal in seinem kleinen Chalet sitzt und einfach wartet, bis die Lawine irgendwann da ist, dann ist es zu spät, die Koffer zu packen und umzuziehen und darauf reagiert zu haben. Und das ist so ein bisschen das Dilemma von Megatrends, dass sie am Anfang viel zu langsam und dann viel zu schnell sind. Das Thema Cybersicherheit ist auch kein neues, das hat sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt, aber jetzt ist es halt so groß, so virulent, dass die Lawine quasi schon im Tal ist. Und das ist so eine ganz charakteristische Entwicklung von Megatrends, dass sie oftmals 20, 30 Jahre lang schlummern und dann mit einem exponentiellen Wachstum nach oben gehen. Elektromobilität, Megatrend Mobilität, ganz ähnlich. Was hat die deutsche Autoindustrie, Tesla, verlacht noch so vor 5 Jahren? Jetzt rennen sie hinterher, versuchen den Vorsprung aufzuholen. Tesla wurde im Jahr 2003 gegründet, da hatten wir gerade mal gar keine Zulassung in Deutschland, in den USA wahrscheinlich auch noch keine einzige, weil Tesla hat es ja erst gebaut. Aber die marktdominanten Firmen haben halt immer 10 Jahre früher angefangen als die anderen. Dieser Logik muss man sich bewusst werden, wenn man sich mit großen Entwicklungen, mit Megatrends auseinandersetzt. Ja, viele der Entwicklungen mögen auf den ersten Blick immer so ein bisschen merkwürdig, skurril, komisch erscheinen, weil sie eben auch sehr früh im Stadium der Entwicklung sind. Virtuelle Mode ist so etwas. Zuletzt ist Adidas mit einer virtuellen Modekollektion auf den Markt gegangen für die verschiedenen Metaversen, in denen Adidas aktiv ist. Also damit kann man dann seine Avatare anziehen, wenn man möchte. Schön ist, wie die Mode auch beschrieben ist, nämlich genauso, als sei es wirklich eine total reale Mode, also auch mit den Effekten, die es dann hat. Hier beispielsweise 50% Swamp Fur, das ist also Sumpffell, was auch immer Sumpffell ist, aber ich denke, im digitalen Bereich ist es halt was ganz Wichtiges.
Mind Control, Telekinesis. Also man kriegt eben auch ganz viel für sein Geld, wenn man das dann kauft, diese virtuelle Mode. Alle großen Modemarken haben mittlerweile Teams, die virtuelle Mode entwickeln, entwerfen, wo eben auch reale Umsätze gemacht werden. Zum Teil ist die Sonderkollektion der digitalen Handtasche teurer als die eigentliche echte Handtasche. Da fragt man sich natürlich immer, wer macht sowas, wer gibt dafür Geld aus? Aber gut, Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und einige haben daran große Freude. Und sieht ja auch irgendwie überzeugend aus. Die klingt dann halt auch toll. Im echten Leben würde man vielleicht nicht damit rumlaufen wollen. Ja, und solche Entwicklungen erklären dann womöglich auch den Bedarf. Mittlerweile ist halt die Mehrheit der jungen Menschen mehr online unterwegs als offline unterwegs und hat halt mehr Freunde und Freundinnen, die sie öfter online sehen als offline sehen. Und wenn man sich anschaut, wie begeistert die junge Generation im Homeoffice bleibt, dann muss es einen auch nicht wundern. Wenn man eh nur noch auf diesen Teams-Konferenzen, die irgendwann dann ja als holographische Konferenzen stattfinden, und dann auch den ganzen Körper vielleicht sieht, dann lohnt es sich auch, diese virtuelle Kleidung in sein Hologramm einspielen zu lassen. Also dann kommen Dinge zusammen, die plötzlich wieder sehr sinnvoll werden. Von daher müssen wir, wenn wir über solche Entwicklungen nachdenken, eben langfristig denken und uns dieses Effektes bewusst sein, alles, was jetzt klein und skurril und merkwürdig ist, kann in 10 Jahren groß und bedeutsam sein. Alles, was jetzt verlacht wird, kann in 10 Jahren großer Ernst sein. Und so ein Jahrzehnt ist wirklich eine Dekade, ein Zeitraum, wo ganz, ganz viel geschehen kann. Und denken wir, was vor 10 Jahren noch nicht da war, heute da ist, wie gerade im digitalen Bereich Dinge groß geworden sind, dann sollten wir dieses 10-Jahres-Denken, diesen Langfristhorizont eben niemals vergessen. Und es verging so ungefähr ein Jahrzehnt, bis aus rund 16 Millionen hauptsächlich wissenschaftlichen Nutzerinnen des Internets bis 1 Milliarde Nutzer die Zahl angewachsen ist. Und anfangs haben die Wissenschaftlerinnen auch gesagt, das ist nur was für die Science Community, aber bestimmt nicht für den normalen Menschen, dieses komische Internet. Zwischen Markteinführung des ersten iPhones war im Jahr 2007 und dem Tag, an dem wirklich die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt ein Smartphone nutzte, ist auch genau eine Dekade vergangen. Und auch hier eine Dekade bis Facebook vom ersten User 2004, und da haben auch viele gedacht, was ist das für eine komische Bewegung, bis sie jetzt tatsächlich nach einem Jahrzehnt auf 1 Milliarde tägliche Besucher angewachsen sind. Die verschiedenen Plattformen, die Facebook mittlerweile oder Meta, wie es jetzt ja auch heißt, um sich vereint, sind ungefähr 3,4 Milliarden. Riesig, gigantisch. Und letztes Beispiel, Bitcoin hatten wir es ja schon, so ein paar sind ja auch für die Bitcoins durchaus zu haben. Auch da verging ein Jahrzehnt, bis es in einem Fachartikel erwähnt wurde und bis dann dieser Wert der Kryptowährung auf 1 Billion Dollar angewachsen ist. Mehr als die 3 größten Banken der Vereinigten Staaten zusammen. Also ein Jahrzehnt kann viel verändern, ein Jahrzehnt verändert meist auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Von daher sollten wir sehr wachsam sein, welche Trendsignale gerade da draußen sind und auch erstmal das eigene Urteil hinten anstellen im Sinne von total bescheuert und wird sich eh nie durchsetzen und macht überhaupt keinen Sinn, sondern auch mit einer gewissen Offenheit diese Signale annehmen und wahrnehmen. Und gerade mit dem Thema KI bekommen wir tagtäglich Trendsignale, die irritierend sind. Zuletzt ist eine erste Dating-Plattform an den Markt gegangen, wo man künstliche Intelligenzen daten kann. Also wie Tinder, nur dass die Leute halt nicht echt sind, sondern eben KI. Aber ansonsten kann ich alles mit ihnen machen, also flirten, Liebesbriefe schreiben, tiefgreifende Konversationen führen. Ich kann mich halt nur nicht mit ihnen real treffen. Nichtsdestotrotz, es wird tatsächlich genutzt. Also Menschen finden das spannend, finden das interessant. Jetzt hängt gerade hier mein Presenter. Ah, hier haben wir es, genau. Also ähnlich wie bei Tinder bekommt man dann It's a Match, wenn die künstliche Intelligenz auf meine Avancen einsteigt. Und ja, dann kann man eben hier eine Beziehung führen, ohne Widersprüche, ohne
sonstige Dramen, die vielleicht in echten Beziehungen stattfinden, oder sich eben trainieren, um in Echtbeziehungen dann einen besseren Verlauf womöglich zu haben. Die Firma Replica aus den USA hat mittlerweile 10 Millionen Nutzer, die nichts anderes macht, als den Menschen AI Companions an die Hand zu geben, also virtuelle Freunde, die dann tatsächlich ein virtueller Freund mit mir durchs Leben gehen. Der Bedarf ist anscheinend tatsächlich da. Vielleicht muss ich so ein bisschen näher kommen hier an dieser Schaltung. Ja, vielleicht muss ich ein bisschen weiter hier nach vorne gehen. William Gibson, der Science-Fiction-Autor, dieser großartige, auch Langfristdenker, hat einmal den klugen Satz gesagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Das ist im Grunde das Gute von uns Trend- und Zukunftsforschern und Forscherinnen, dass wenn wir nur neugierig genug an die Ränder der Gesellschaft schauen, in die Wissenschaftsszenen, zu den Trendpionieren und Pionieren, dass wir Zukunft immer erfassen können. Wir können nicht immer sagen, das ist das nächste große Ding, was groß wird, aber wenn wir wachsam diese kleinen Signale wahrnehmen und in ihrem Verlauf beobachten, können wir auch ganz gute Annahmen darüber stellen, was später größer wird oder auch wieder eingehen wird als ein kleines Zukunftspflänzchen. Ja, tauchen wir noch ein bisschen intensiver ein in den Megatrend der Konnektivität. Und das dominante Thema hier ist natürlich gerade KI, aber es ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt viele, viele andere. Das Metaversum klang ja schon an, digitale Wallets, elektronisches Bezahlen. Jetzt wird auch der digitale Euro eingeführt werden. Schwer, sich mit allen zu beschäftigen, umso wichtiger, hier für sich Prioritäten zu finden. Ich denke, Cybersicherheit ist sicherlich eine ganz große Priorität, die man in dem Bereich jetzt setzen sollte. Aber natürlich auch die Offenheit und die Experimente mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und natürlich die absoluten Basics. Also die Online-Präsenz. Nach wie vor nicht immer gegeben. Es gab zuletzt eine erschreckende Studie des IFHs, des Handelsinstitutes, dass viele kleine Händler vor allen Dingen noch gar keine Digitalstrategie haben. Sie haben stattdessen eine Digitalallergie. Schöner Begriff. 4 von 10 Händlern haben sich noch nicht mit digitalen Strategien beschäftigt. Und das ist natürlich hochgefährlich. 60% hatten sogar gesagt, wir sehen gar keinen Digitalisierungsbedarf. Die Händlerinnen, die man hier unter die Lupe genommen hat, waren kleinere, unabhängige mit einem Umsatz bis maximal 1,5 Millionen, was aber sicherlich ganz, ganz viele Händler und Händlerinnen darstellt. Und der Studienleiter, der das hier betreut hat, Gerrit Heinemann, sagt, Händler, die diese Vorteile nicht nutzen, werden es schwer haben, den Strukturwandel zu überleben. Er geht davon aus, dass 1/3 nicht mehr da sein werden, weil sie eben diese Digitalisierung nicht mitgehen. 57%, auch das war interessant, dieser befragten Händler haben keinen Online-Shop. Also, es gibt nach wie vor viel Nachholbedarf, es sei denn, man sagt auch klar für sich, wir sind sowas von in dem Bereich Event unterwegs, sowas von im Bereich Live-Kommunikation mit den Kunden, dass wir uns nur darauf konzentrieren, deswegen brauchen wir keinen Online-Shop. Das kann auch funktionieren. Der norddeutsche Händler Holt ist sehr erfolgreich damit. In kleinen, mittelgroßen Städten haben sie 20 Filialen, keinen Online-Shop, aber nutzen alle anderen digitalen Kanäle, um so nah mit den Kunden und Kundinnen zu sein, dass es dann auch wieder aufgeht. Aber egal, was ich mache, ich brauche eine Digitalstrategie. Dafür ist Zukunftsoffenheit wichtig. Zukunftsoffenheit, wo die Chancen liegen, was wir nutzen können. Momentan ist künstliche Intelligenz das große Thema und es ist in dem Sinne ja auch nichts Neues. Also die ersten wissenschaftlichen Artikel darüber entstanden in den 1940er Jahren. Aber wir haben jetzt natürlich durch diese neuen generativen Technologien ein ganz anderes Bewusstsein. Es beschert uns diese wunderbaren neuen Bilder, in denen wir auch ein bisschen träumen können von neuen Allianzen und einer friedlicheren Welt.
Deswegen ist die Wahrnehmung natürlich auch so groß, weil diese Bilder sich so verbreiten. Es könnte ja vielleicht sogar auch wahr werden. Warten wir es mal ab. Es lohnt sich auf jeden Fall, damit Experimente zu machen. Und wir in unserem Unternehmen, wir machen auch gerade ganz, ganz viele Experimente mit künstlicher Intelligenz. Erstellen von uns Avataren, lassen damit mal Kommunikation machen. Unsere eigenen Zukunftsszenarien lassen wir mit Midjourney kreieren. Also wie sehe denn eine hologrammbasierte Kommunikation aus, wo Menschen aus dem Homeoffice sich so zuschalten, dass sie aber als real erlebbar in einem Raum wahrnehmbar sind. Technologien, an denen Nvidia, Microsoft, Meta sehr intensiv arbeiten und was tatsächlich dann auch nochmal so eine neue Stufe von Homeoffice uns bescheren könnte. Und es ist schon magisch. Also früher mussten wir ein Illustrator, Grafiker, 2 Tage dran setzen. Heute schreibt jemand von uns diesen kleinen Prompt, diesen kleinen Text und bekommt diese wunderbaren Bilder. Und das ist ja das Interessante, dass gerade auch gerade im kreativen Bereich so eine Explosion der Anwendung und der Möglichkeiten passiert. Sony hat für seine Künstler und Künstlerinnen auch eine künstliche Intelligenz entwickelt, einen digitalen Assistenten, der sie in ihrer Kreativität unterstützen soll, wo sie mit dieser Hilfe weitere Kompositionen machen können. Hier ist es mal dargestellt am Beispiel von den Beatles. Also rein auf den Mustern, die so Beatles-Songs ausmachen, wurde ein neuer Beatles-Song von der künstlichen Intelligenz komponiert. Nicht schlecht, wie ich finde, wirft natürlich auch neue Urheberrechtsfragen auf. Also wenn Künstler, Künstlerinnen verstorben sind, darf man sie in die Ewigkeit reproduzieren und wer verdient dann daran? Viel ungeklärtes Terrain. Aber es lohnt sich nicht, darauf zu warten, bis all diese ungeklärten Fragen beantwortet sind, weil dann sind 20 Jahre vergangen. Also in dem Maße, wo wir mit experimentieren können, sollten wir es jetzt auch tun. Weil es A, Spaß macht, weil wir B, eine ganze Menge bei lernen und weil wir überhaupt erst auch durchs Tun auch die Fallstricke und auch die rechtlichen Bedenken darüber erfassen können. Was auf jeden Fall passiert ist, dass ein neues Fenster aufgestoßen wird, ein neues Fenster, das uns allen ganz neue kreative Möglichkeiten gibt. Und Sebastian Truhn, einer der führenden Köpfe, wenn es um künstliche Intelligenz geht, Professor an der Stanford University, derjenige, der auch das autonome Fahren bei Google entwickelt hat, Gründer der Online-Universität Udacity. Er spricht von der wichtigsten Stunde der Menschheit, die jetzt gerade stattfindet. Gut, er ist im Bereich künstliche Intelligenz tätig, er ist da vielleicht ein bisschen subjektiv geprägt, aber nichtsdestotrotz, es ist schon etwas Großes, was da momentan entsteht. Und warum? Und auch das sagt er sehr deutlich. Jeder von uns bekommt einen digitalen Assistenten an die Hand und der kann plötzlich ganz viele Dinge für mich erledigen. Dinge, die früher umständlich waren. Reisen organisieren, Termine machen. Und ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht, die wir alle sehr schnell, sehr günstig, sehr gut nutzen können. Die uns viel auch Potenzial wieder freischaufelt, um uns um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Blicken wir mal auf so ein paar populäre AI-Assistenzen, die sich entwickelt haben. Im Bereich Termine reservieren ist xAI ein ganz spannender digitaler Assistent. Wenn ich üblicherweise einen Termin machen möchte, dann schreibe ich: Peter, hast du nächste Woche Zeit am Dienstag? Der schreibt zurück: Nee, Dienstag geht nicht. Mittwoch, wie sieht es da bei dir aus? 10 Uhr. Ich schreibe zurück: 10 Uhr geht nicht. Wie ist es denn um 11? Und hin und her und hin und her. Übers Jahr gerechnet gehen da Wochen drauf. Und so tippt man einfach Amy XI in die CC-Zeile und dann übernimmt der digitale Assistent, geht in die Kalender von uns beiden und arrangiert dann einen passenden Termin. Das funktioniert so gut, dass Amy häufiger zum Dinner eingeladen wurde,
weil die immer so freundlich ist zu den Menschen. Und später finden dann die Leute heraus, oh, I'm such an idiot, I didn't realize Amy is not a real person. Und ich habe ja auch noch eine E-Mail gesendet, was für ein komischer Zufall, du arbeitest auch noch für 3 Freunde von mir. Aber sie antwortet dann immer sehr nett zurück, thank you so much for your kind invitation, because I'm an artificial intelligence, I'm unable to join you in person. Have a good meeting. Es wird aber normal werden für Menschen, dass sie sich mit künstlichen Intelligenzen unterhalten werden. Es wird immer selbstverständlicher, auch durch solche Tools. Firefly ist auch sehr, sehr spannend. Wer von euch liebt es, Protokolle zu schreiben? Ich sehe keine Hände. Irgend so ein Opfer trifft es trotzdem immer nach so einer Konferenz auf Zoom oder Teams. Genau das macht Firefly. Also automatische Transkription von einer Stunde Zoom, Teams oder sonst wie Konferenz. Microsoft hat es mittlerweile auch schon integriert. Das ist so die Hauptfunktion, aber was sie auch machen, dass man hinterher mit AI-Search, KI-Suche Themen sich raussuchen kann, Wortmeldungen. Man kann direkt dann auch Statements über andere Kanäle wie Slack an seine Kollegen, Kolleginnen schicken. Und das ist so das schönste Tool. Man kann auch das ganze Meeting mit Conversation Intelligence analysieren. Also, wer hat wie viel geredet in dieser Stunde? Worüber hat derjenige oder diejenige in dieser Stunde geredet? Wer kam nicht zu Wort? Um darüber dann auch den Austausch zu verbessern. Das ist, glaube ich, was für viele Meetings unglaublich spannend ist. Ja, und ChatGPT kennen wir alle, haben wir alle. Auch das kann man sehr vielfältig nutzen. Zuletzt hat es die Marketingabteilung von Beck's anlässlich des 150-jährigen Jubiläums genutzt, um ein Produkt zu kreieren, ein Jubiläumsbier. Und das haben sie wirklich komplett von AI machen lassen. Deswegen sagen sie, Autonomous made itself. Und in dieser Form sah das aus. Es startete mit einer, kann man jetzt nicht so gut lesen, aber auf der Website kriegt man da einen ganz guten Überblick mit einer ersten Konversation. Wie könnte der Name aussehen? Dann hat man gefragt, wie sollte das Rezept sein? Dann hat man gefragt, wie könnte denn das Logo ausschauen? Wie das Packaging Design? Wie könnte denn eine Website für Autonomous aussehen? Man hat dann einen Radio-Jingle schreiben lassen, ein Video kreieren lassen. Man hat auch noch eine Influencer-Kampagne von ChatGPT entwickeln lassen und ist damit dann rausgegangen. Now Autonomous is here. Das zeigt das Potenzial gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen. Also wo es früher Heerscharen an Agenturen benötigt hatte, was sich wirklich auch nur die Großen leisten konnten, kann jetzt im Grunde jeder, der clever ist, ganz, ganz viel Arbeit, kreative Arbeit auch zusammen mit KI eben machen. Das ist ein großes Potenzial. Gerade im Marketing, auch da werden wir ja noch einen Vortrag haben, da liegen für kleinere, mittlere sicherlich die größten Chancen von der Supergut, dass auch dies ein Schwerpunkt dieses Kongresses ist, genau diesen Bereich intensiver zu beleuchten. Hier ein spannender digitaler Assistent ist Hey Jen, die erst im August dieses Jahres gelauncht haben. Hello, I'm Joshua, the co-founder and CEO of Hey Jen. What you see here is my avatar video, 100% generated by AI. You too can create your own avatar for free. Let it serve as your business's digital spokesperson, delivering compelling brand messages to your audience. Can't wait to see the unique avatars you create. Also das ist nicht er, der Gründer von Hey Jen, der gesprochen hat, sondern er hat zuvor eine Sprachprobe gegeben, ein paar Sätze dem Algorithmus vorgelesen. Dann hat er nur noch einen Text geschrieben und dann wurde aus dem Text in seinen Avatar mit Lippensynchronisierung dieser Text animiert. Und das Ganze kann man in 10 Sprachen machen oder wenn ich einen anderen Avatar nehme, sogar in 150 Sprachen. Auch das wäre so ein gigantischer Aufwand früher gewesen, die Übersetzung eines Videos
in andere Sprachen, in andere Märkte hinein. Und all das kann ich für ein weniges Monatsabo auch als kleineres Unternehmen jetzt hier international realisieren, wenn ich das möchte. Von daher die Schlussfolgerung, künstliche Intelligenz wird dich nicht ersetzen, aber derjenige, der KI besser nutzt, wird dich ersetzen. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt die Erfahrung mitzumachen, jetzt auszuprobieren, jetzt zu lernen und einfach ja, die Chancen zu nutzen, die uns diese wunderbaren Tools geben. Und sei es nur, keine Protokolle mehr schreiben zu müssen. Ich finde, das ist so was Großartiges, wo auch so viel unnütze Zeit verloren wurde, weil am Ende hat sie womöglich doch keiner gelesen. Ja, was passiert da? Was sind die Ausblicke? Und hier haben zwei Autoren, Kai-Fu Lee und Chen-Qiu Fan, ein sehr interessantes Buch geschrieben, KI 2041. Kai-Fu Lee ist ein Ex-Google-Manager aus Asien, also der Chef von Google Asien war es gewesen, mit viel Einblick auch in die Entwicklung. Und sie geben eine ja, durchaus nachdenkliche Perspektive. Klar ist das explizite KI, Ziel von KI, menschliche Fähigkeiten zu übernehmen, auch dadurch Jobs zu dezimieren. Was ist die Konsequenz? Wir müssen halt neue Fähigkeiten erlernen, aber vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz, die müssen wir erlernen, im Sinne einer Mensch-KI-Symbiose. Und dann uns eben auch auf das konzentrieren, was uns als Menschen ausmacht, nämlich auf die Fähigkeiten, die KI nicht beherrscht: Strategie, Kreativität, Empathie und Geschicklichkeit. Und da ist für uns immer noch genug zu tun, genug, was wir machen können, was für uns bleibt. Wenn wir auf den ersten Blick solche Bilder sehen, sind wir auch nicht unbedingt gleich angetan und denken uns, oh Gott, alles wird jetzt technologischer, alles machen die Maschinen, jetzt bedienen uns auch noch die Roboter im Café. Aber ein sehr spannendes Konzept aus Tokio, nämlich das Dawn Robot Café, es ermöglicht nämlich eine neue Form sozialer Partizipation, weil die Menschen, die diese Roboter steuern, sind Menschen, die eigentlich bettlägerig sind, eine Behinderung haben, ans Zuhause gefesselt sind durch Krankheit oder Alter und deswegen nicht im Café bedienen können, aber dann über die Displays, die die Roboter tragen, mit den Gästen im Café in eine Interaktion hineingehen. Und vor dem Hintergrund alternder Gesellschaften, vor dem Hintergrund, dass es schwer ist für die Leute vielleicht an mögliche Orte zum Bedienen zu kommen, gerade im ländlichen Bereich, ist auch das vielleicht eine gute Mensch-Maschine-Symbiose, um Bedürfnissen gerecht zu werden, Menschen in Gesellschaft zu integrieren, aber eben auch weiterhin Gästen es zu ermöglichen, bedient zu werden. Und im Kern geht es darum, bei digitalen Technologien, um die soziale Vernetzung. Das sollten wir nie vergessen. Alle Anstrengungen, die wir machen, wir wollen ja nicht menschliche Kommunikation automatisieren, wir wollen Technologie nutzen, um schöner zusammenzuleben, um Menschen stärker miteinander in Verbindung zu bringen. Und darin liegen die großen Chancen der künstlichen Intelligenz, aber auch durch so banale Kanäle wie WhatsApp. Auch das ist etwas, was noch zu selten genutzt wird. Man muss nicht immer die Rocket Science bemühen. Aber Nähe zu Menschen aufzubauen, das ist das Herzstück von digitalen Kanälen. Und das können wir ganz wunderbar. Und ein Pionier in diesem Bereich ist Stuhls Mode, Thomas Wartner, der Geschäftsführer, der in der Corona-Pandemie dadurch auch überlebt hat, der sehr schnell auf Digitalisierung umgestellt hat, aber nach wie vor seinen Laden als ja, Erlebnis- und Event-Location begreift, versteht. Familienunternehmen, 3 Standorte am Rande des Schwarzwalds, schweizerische Grenze, also auch nicht der Hotspot, nicht mit riesigem Publikumsverkehr. Aber sehr clever, wie er reagiert hat. Öffnungszeiten nach hinten geschoben, man öffnet nicht mehr um 9, sondern um 10. Aber in dieser ersten Stunde, das gesamte Team bespielt digitale Kanäle, stellt also über WhatsApp den Stammkunden die neuesten Kollektionen vor, stellt auf Instagram die neuen Warenlieferungen ein. Also das gesamte Team kümmert sich eine Stunde am Tag um nichts anderes als um das Bespielen der digitalen Kanäle. Und montags ist frei, um die Leute schlau zu machen fürs Weiterbilden, fürs Lernen.
hat mittlerweile auch eine eigene kleine App entwickelt, auch für wenig Geld, also auch einem neuen mitarbeitenden Unternehmen kann sie etwas realisieren. WhatsApp ist so im Herzen, im Kern. Von daher wird man, wenn man sofort auf die Seite kommt, auch sofort gefragt, will ich den WhatsApp-Newsletter abonnieren? Und jeden Dienstag, auch das hat sich bei Ihnen sehr gut entwickelt, machen Sie Live-Shopping. Also jeden Dienstag 17 bis 18 Uhr machen Sie eine kleine Show über digitale Kanäle, wo Ware live präsentiert wird und live gekauft werden kann. Auch das hat sich sehr, sehr gut etabliert bei Ihnen. Sie binden vor allen Dingen auch die lokale Ökonomie mit ein, vernetzen sich mit Gastronomen aus der Region, verbinden Mode und Gin-Tasting, stellen Menschen aus der Region vor, um dieses Gefühl von Heimat, Verbundenheit, Community herzustellen. Und das machen sie sehr erfolgreich. Und ist, glaube ich, etwas, was auch noch viel zu wenig genutzt wird. In Ländern wie China spielt es mittlerweile eine riesige Rolle. Also da werden wirklich schon 500 Milliarden Umsatz nur über diese Live-Shopping-Geschichten gemacht. Und es gab zuletzt eine ganz spannende Studie von der Unternehmensberatung McKinsey, wo man schätzt, dass diese Form von Social Commerce, live Waren zu präsentieren und digital zu verkaufen, dass das im Jahr 2026 20% des gesamten E-Commerces ausmachen könnte. Die Großen machen es alle, Tchibo, Douglas, also fast alle. Von den Kleinen machen es halt wirklich nur die Cleveren. Und Stulz Mode zeigt, dass es mit geringem Einsatz und auch einer Verschiebung von Prioritäten eben auch in einem kleinen Team gut zu realisieren ist. Auch das ist keine Rocket Science. Es braucht vor allem Spaß, also Spaß mit Menschen zu interagieren, Spaß zu entertainen. Aber deswegen kommen die Läden ja auch in die Läden, weil sie eine gute Zeit haben wollen. Ein Beispiel aus den USA, wie man ebenfalls Live-Shopping in stationären Handel integrieren kann, ist Beauty Counter, ein im Grunde Direkthändler für Clean Cosmetics, also Kosmetikprodukte, die frei von allen möglichen Schadstoffen sind, machen 90% online, aber haben eben auch 2-3 Läden und in einem Laden haben sie ein Live-Shopping-Studio, wo, wenn dann gerade wieder so ein Live-Shopping-Termin ist, so ein nostalgisches Schild draußen an der Fassade blinkt, dass die Leute wissen, hier ist Show, hier können wir reingehen. Und verbinden dann sozusagen Leute von draußen in den Laden hineinzuziehen, aber eben auch diese vielen, vielen digitalen Kontakte über eigene Shows dann entsprechend zu begeistern. Und dadurch, dass sie auch eine große Community haben, ein großes Netzwerk von Vertrieblern, die Produkte vertreiben, sind auch die aufgefordert, ihre Shows dort in diesem Studio zu machen. Und auch da sind die Erfahrungen ganz positiv. Hier sagt der Marketingleiter, dass mit so einem 10-Minuten-Segment tatsächlich die Umsätze mal an so einem Tag um 200-500% auch nach oben getrieben werden können. Worum geht's? Es geht darum, Erlebnisse zu schaffen, egal ob online, egal ob offline. Das ist es, worum es im Kern geht. Und da müssen, glaube ich, gerade die stationären Händler, Händlerinnen ein wenig nachlegen, aber auch die Innenstädte sich neue Konzepte ausdenken. In T3N war zuletzt so ein Artikel, die Innenstadt stirbt, egal, die Einkaufsstadt stirbt. Aber das war ja auch immer so ein bisschen der Trugschluss, dass die Leute zum Einkaufen in die Innenstadt kommen. Und deswegen brauchen wir ganz viele Läden und dann kommen sie. Aber eigentlich ist es andersherum. Die Leute kommen wegen des Lebens in die Stadt und dann kaufen sie ein, wenn sie eh schon mal da sind. Und um so eine Logik, mit so einer Logik müssen wir in Zukunft doch stärker auf die Gestaltung von Städten schauen. Auch da sind die Perspektiven nicht unbedingt erfreulich. Zuletzt hat eine Studie ergeben von CIMA, dass die Besucherzahlen in Städten um weitere 20% zurückgehen soll. Und gerade bei den Jüngeren noch mehr. Im Jahr 2015 hatten noch 75% der unter 30-Jährigen gesagt, für mich ist Innenstadt gleich Einkaufsstadt. Das sagen nur noch 40%. Also, von daher muss sich auch in den Städten etwas ändern, was Attraktivität ausmacht. Aber auch da gibt es mittlerweile ganz inspirierende, spannende Beispiele,
wie in Oldenburg, wo in einem leerstehenden Hertie-Kaufhaus eine Umwandlung vorgenommen wurde. Man hat dort Coworking-Plätze eingerichtet, man hat dort Gastronomie angesiedelt, man hat einen vor allen Dingen Netzwerk-Community-Treffpunkt einer Stadt erschaffen, der sehr, sehr gut angenommen wird, wo alle am Anfang sagten, das wird nie funktionieren. Und der Gründer, einer der Mitgründer, sagt, dass es ein Konzept ist, was durchaus übertragbar ist. Dass es darum geht, solche spannenden Mischkonzepte zu kreieren, die auch nicht eindeutig nur auf eine Funktion konzentriert sind. Also nicht nur einkaufen, nicht nur arbeiten, nicht nur Entertainment, sondern flexibel zwischen diesen Funktionalitäten hin und her springen und damit spielen. Und das ist das Interessante, jetzt können sich dort auch wieder Händler einmieten. Jetzt sind die Menschen da und wenn die Menschen schon mal da sind, interessieren sie sich auch dafür, etwas zu kaufen. Und so ist als letztes in diesem Mischkonzept auch wieder der Handel, der stationäre Einzelhandel dazu gekommen, der regionale, der lokale, wo die Menschen mit Leidenschaft besondere Produkte herstellen. Das ist das, was die Städte doch ausmacht. Es ist dieses sogenannte menschliche Maß, was die Menschen in den Städten suchen. Der dänische Architekt Jan Gehlis, der Vorreiter dieser Ausrichtung, der viele Städte nach diesem Prinzip umgestaltet hat. Sehr stark Kopenhagen, was als eine der lebenswertesten Städte weltweit gilt, was viele Stadtplaner angezogen hat, sich das anzuschauen. Und jetzt so eine ganz einfache Philosophie. Die Straßen gehören den Füßen und die Plätze gehören den Augen. Das ist es, was ausmacht. Die Architekten haben sich aber immer nur um die Gebäude gekümmert, aber nicht das, was die Menschen drumherum machen, die Straße und die Plätze. Und deswegen sind Menschen so gerne auf Plätzen, weil dort andere Menschen sind. Man kann sehen, wenn man die Bänke zu den Blumenrabatten ausrichtet, setzt sich kein Mensch drauf. Menschen wollen Action, sie wollen mit Menschen in Interaktion sein. Menschen interessieren sich für Menschen. Menschen können stundenlang anderen Menschen auf Plätzen zusehen. Aber dafür muss natürlich ein Platz auch ein schöner sein, dafür muss da Leben sein und auch viele Möglichkeiten der Nutzung eben bieten. Und dafür brauchen wir gar nicht so viel technische Intelligenz, wir brauchen natürliche Intelligenz. Und mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz wird auch die natürliche Intelligenz wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Was uns als Menschen ausmacht, was uns als Menschen Spaß macht, was uns als soziale Wesen vor allen Dingen auch ausmacht. Technologie kann uns dabei helfen. Und das ist das letzte Beispiel, das ich in meiner Präsentation zeigen möchte. Ein schönes Beispiel dafür, wie Technologie genutzt werden kann, auch Plätze spannend, attraktiv zu machen, um Menschen zusammenzubringen, nämlich das Projekt The Portal. Hier stellt man in Städten diese 11 Tonnen schweren Spiegel-Screens auf, die durch ein Videokonferencing-System den Kontakt zu Menschen einer anderen Stadt ermöglichen. Hier ist es Vilnius in Litauen und Lublin in Polen. Menschen können zwischen diesen zwei Städten mit anderen Menschen aus einer anderen Stadt interagieren, so als würden sie direkt vor einem stehen. Was eine schöne Idee ist, Technologie zu nutzen und zu zeigen, dass wir Menschen doch allesamt sehr ähnlich sind, sehr gleich sind. Und dass vor allen Dingen Kommunikation zwischen uns hergestellt werden kann, wenn wir uns als Menschen eben begegnen. Von daher hoffe ich, dass ich so ein bisschen auch Zukunftsmut machen konnte, eine optimistische Perspektive auf all die technologischen Herausforderungen, die da sind, weil wir es in der Hand haben, daraus eine schönere, wünschenswertere Zukunft zu gestalten. Und Sie sind alle Teil davon, als Händlerin, als Händler. Im Bereich Dienstleistung, Gastronomie sind alle Teil, wünschenswerte Städte zu gestalten. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ja, Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einblicke und Ihre Visionen. Also man kommt ja aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was Sie uns heute alles vorgestellt haben. Haben Sie denn direkt Fragen an den Herrn Steinle?
Ja, hier haben wir eine Frage. Moment, das Mikrofon kommt. Dankeschön. Also es ist ein spannender Vortrag, mal zu sehen, wo sich das hinentwickelt. Das Ganze führt natürlich auch immer mehr dazu, dass der Mensch interagiert, zum Beispiel gerade die Städte kommuniziert und weiß gar nicht, ist es eine echte Kommunikation, ist es eine künstliche Intelligenz. Und das führt auch auf der anderen Seite zu mehr Entfremdung. Wenn man heute in Kliniken schaut, psychosomatische Kliniken, da sind 75% der Patienten dort, die sind unter 25 Jahre alt. Hat es was mit der Generation zu tun auch, dass diese Generation da anfälliger ist dafür, weil die weniger reale menschliche Kommunikation haben? Das glaube ich nicht. Also der Anstieg jetzt bei den psychischen Erkrankungen hat natürlich viel auch durch die Corona-Stresssituation zu tun gehabt. Das war natürlich eine krasse Extremsituation. Das hat was mit den Menschen gemacht. Da konnten gerade junge Menschen auch nicht normal natürlich sozialisiert werden. Also das spielt sicherlich mit rein. Zum anderen gibt es natürlich auch eine viel größere Offenheit, sich psychischen Erkrankungen zu stellen. Man geht offener mit diesem Thema um, es ist nicht mehr so ein Tabuthema. Und von daher behandelt man es natürlich auch eher. Aber klar, ich denke, dass wir auch in so einer Art Übergangsphase sind, wo wir wieder neu ausbalancieren müssen. Ein gutes Gewicht aus technisch, menschlich, dies herzustellen. Und dieser Punkt, den Sie ansprachen, man weiß ja gar nicht mehr, ist etwas echt oder nicht echt. Dafür müssen wir halt Regeln definieren müssen. Und genau das versucht ja gerade der European AI Act, wo man darüber nachdenkt, dass eben jedes Erzeugnis genauso eine Kennzeichnung auch bekommt, ist mit KI erstellt oder wurde von Menschen erstellt. Also wir müssen jetzt auch eben die Regeln erschaffen, die uns diese Technologie beherrschen lassen. Vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage. Also gerade zu dem Thema Beherrschen ist ein gutes Thema. Ich habe oft nachgelesen, dass die CEOs und Entwickler von Google, Alphabet und Microsoft große Sorgen und Bedenken haben über ihre eigenen Produkte, die zu kontrollieren. Die Kennzeichnung alleine ist mal das eine. Aber wenn die Technologie nicht kontrolliert wird in der Art und Weise, kann sie natürlich auch großen Schaden anrichten. Ich glaube, und bei Veränderungen ist der Mensch ja immer so, dass er große Ängste hat, wenn Veränderung kommt. Da würde mich mal interessieren, wie weit jetzt schon zu Beginn so einer Technologie da Kontrollen da sind, das ja nicht landesspezifisch ist, also ja nicht Deutschland, die sich darum kümmert, oder nicht die USA, und ist ja auch nicht das, dass es an der Grenze Halt macht zu dem Thema. Ja, also wir in Europa sind dann natürlich immer ein bisschen sehr viel vorsichtiger als die Amerikaner. Von daher wird ja auch seit Jahren an diesem European AI Act gebastelt, der dieses Jahr vielleicht auch noch entsprechend ratifiziert wird. Das ist die Einstufung in Risikoklassen. Also bei bestimmten Aspekten darf KI nicht zum Einsatz kommen, wenn wir sie nicht vollständig verstehen. Beispielsweise, wir können nicht die Urteilsfällung einer KI überlassen, wenn wir nicht 100% verstehen, wie die KI zu ihrem Urteil gekommen ist. Also Strafverfolgung, Juristerei, das darf da nicht angewendet werden. Das ist durch die Risikoklassen sehr, sehr klar geregelt. Die Amis gehen da immer so ein bisschen einen anderen Weg. Die probieren erstmal aus, schauen, was passiert. Aber auch für die ist Europa ein interessanter Markt, dass auch die jetzt sehr genau nach diesem European AI Act schauen und versuchen das natürlich dann auch EU-konform herzustellen. Vielleicht noch eine etwas optimistische Perspektive auf das Thema. Bill Gates war zuletzt im Interview und er sagte, aktuell verstehen wir noch nicht, wie genau gerade diese neuronalen Netzwerke im maschinellen Lernen zu ihren Entscheidungen kommen. Jetzt noch nicht, aber er geht davon aus, dass wir es in ein paar Jahren auch verstehen und nachvollziehen können. Also auch dort werden wir technologisch weiterkommen. Vielen Dank. Im Hinblick auf die Zeit würde ich Ihre Frage auf die Pause verweisen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für Ihren Dankeschön. Beitrag.